What's poppin'? Aber wir sitzen zu fünft da drin. Nur weil einer fährt, heißt es nicht, dass alle nüchtern sind. Das Lächeln im Gesicht heißt noch lang nicht, dass wir glücklich sind. Fliegen in ein anderes Land, Badewanne verstopft mit Bitches, die sich für gar nichts schämen. In meinem Mann siehst du mich brav, Kaffee trinken am Hafen. Ich ficke nicht da, wo ich nicht schlafen. 10 Doppelzimmer für die Jungs, das wird nicht günstig. Tatsächlich reden deutsche Rapper mir so blitzlich. Prominenz in meiner Suite, die Fenster blickt dich. Sie hören meine Lieder, doch ich schlag mich, wenn sie mitsingen. Ey, Gianluca, Bro, willst du wieder ein DJ machen? Yes, yes, yes. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze DJ-Runde, Bro. Danach können wir anfangen. Ich glaube, die restlichen Leute kommen jetzt noch rein. Ein Song noch gleich und dann starten wir durch. Macht mal eine Eins in den Chat, wenn ihr weiter Apache hören wollt. Okay. Aber am Ende dann doch gewinnt. Leben heute so, als wenn wir gestern schon gestorben sind. Mit Sonnenbrille von der Bühne in den Moschpit. Seit meinem letzten Deal wie jeder in die Family. Doch wir küssen keine Herzen mehr, wir brechen sie. Mama packt mir Kaffee, Sonne, nein, bis ich zurück bin. Doch sie passen nicht mehr in den Kühlschrank von meinem Rücksitz. Verändert, dann hörst du sein Leben lange. Das sind Sterne im Himmel. Fühlst du dich so?
einen Song oder leg mal los. Yes, 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 yes. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alter, ich bin euch ehrlich, Geist, ich bin mega, mega hyped, wirklich. Ich bin seit heute Morgen einfach nur pumped des Todes, die letzten Tage einfach nur pumped gewesen. Ich glaube, ich habe Miguel die letzten Tage durchgehend genervt und gesagt, Bro, ich kann es kaum erwarten, nur noch 2 Tage bis zum Crown Call. Deswegen freue ich mich extrem, das Ganze hier auch, sage ich mal, moderieren zu dürfen. Deswegen lasst uns einfach mal ein bisschen Energy hier in diesen Chat reinbekommen. Drop mal eine fette, fette Einserwelle für unsere 4. Ja, für unsere 4 Seven-Figure-Earner in diesem Business hier im deutschsprachigen Raum. Ja, ich bin extrem dankbar, ja, dass wir heute diese Mentorship erhalten können von unseren 4 Seven-Figure-Earnern. Ich bin extrem dankbar. Deswegen, das Wichtigste ist, schaut auf jeden Fall nochmal, dass jeder, wirklich jeder einzelne von euren Networkern oder ihr selber oder eure Teampartner, Katze, Hund, egal wer, dass jeder nochmal hier auf diesen Call kommt, weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin noch nicht Seven-Figure, deswegen bin ich auf diesem Call. Ja, Kyra ist noch nicht Seven-Figure, deswegen ist sie auf diesem Call. Wenn du noch nicht Seven-Figure bist, dann sollst du gefälligst auf diesen Call hier kommen. Das sollte eine Pflicht sein, weil am Ende des Tages sollten wir immer von den Personen lernen, die einfach da stehen, wo wir vielleicht noch nicht stehen und stehen wollen. Deswegen bin ich umso dankbarer, ja. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen durch. Ich sehe auf jeden Fall, die Camps sind an. Das liebe ich extrem. Das Wichtigste für mich ist auf jeden Fall, dass wir alle hier die Camps anhaben. Ich glaube, das ist immer Grundsatzregel bei uns hier im Dachraum. Camps an, Chat on fire. Warum? Weil es einfach nur eine Sache von Respekt ist. Am besten alle mal stummen. Es ist einfach nur eine Sache von Respekt, ja, dass wir einfach mit einer Kamera an sind, weil es wäre komisch, wenn ich hier die ganze Zeit talken würde und meine Kamera aushaben lassen würde. Es wäre echt cringe. Lass uns schauen, dass wirklich jeder einzelne von uns sich hier die Kamera anmacht, ja, sollte irgendwie ein Zwischenfall sein, Kind, whatever, natürlich gar kein Problem, ansonsten mach die Cam an, am Ende des Tages, ja, hörst du doch eh zu. Deswegen, Guys, ich würde sagen, wir starten direkt durch, ich will gar keine Zeit verlieren, alright, mit dem allerersten Speaker, ja, den ich hier heute announcen möchte, und dieser Speaker, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn heute edifyen darf, weil er ist für mich persönlich einfach nur mein Mentor. Ja, ich sage ihm immer wieder, ey Bro, du bist nicht mein Mentor im Network-Marketing-Sinne, du bist für mich mein Lebensmentor. Weil ich kann euch ehrlich sagen, als damals Kyra und ich und das ganze Level-Up-Team die Entscheidung getroffen hat, die Company zu wechseln, war für mich und für das komplette Team Miguel Wes die allererste Person, die für uns da war. Ja, natürlich das komplette Leadership, Tino, Felix, alle anderen, jeder von uns, jeder von euch hat uns wärmstens empfangen, aber das Ganze, was wir hier machen konnten, haben wir nur machen können durch Miguel. Ich habe noch nie wirklich in meinem ganzen Leben jemanden kennengelernt, der so viel Leadership, so viel Verantwortung, so viel Organisation, so viel Herz in sein Team steckt wie Miguel. Deswegen bin ich extrem dankbar, dass ich ihn heute hier auf diesen Call edifyen kann. Ja, es gibt keine geilere Sau und ich durfte heute einen Podcast mit ihm machen. Stay tuned for that. Ansonsten, Bro, ich werde dich einmal markieren und ich freue mich schon extrem auf deinen Part. Drop deine fette, fette Einserwelle in den Chat für Miguel Wes. Brand new crown. Let's go. Hey, was geht ab, lieber Dachraum? Geil, dass ihr alle am Start seid. Gianluca, erstmal vielen, vielen Dank für das Intro. Auch wenn man crown ist man irgendwie immer noch zu broken, im Zoom-Call mit 1000 Leute zu buchen. Das war mein Fehler. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall geil, dass ihr trotzdem alle am Start seid, dass ihr alle geschafft habt. Sehr, 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 sehr stolz auf den allgemeinen und kompletten Dachraum, auf jeden Einzelnen, der seine Kamera anhat, der heute hier ist, der am Start ist, der das Ganze hier supportet hat. Wir alle die Crowns oder alle Crowns wären nichts ohne euch, ohne das Team, ohne eure Energy, ohne euer Commitment, ohne natürlich iGenius. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an alle, die uns verholfen haben, diesen Rank zu erreichen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig ist heute, dass du Hammer Mentorship bekommst. Du bekommst Mentorship von den Besten der Besten. Hier sind teilweise Leute drauf, die heute speaken werden, die meine Mentoren waren. Tino zum Beispiel, jemand, den ich damals, als ich im Bett lag, meinen ersten Zoom-Call hatte. Und Tino im Zoom-Call war einer meiner ersten großen Mentoren. Sei es Robin, jemand, mit dem ich so unglaublich gerne zusammenarbeite, der einfach eine verdammte Maschine ist, durch dieses Business durchstampft. Und dann natürlich auch Felix, eine verdammte Network-Marketing-Inspiration. Jemand, der einfach Network-Marketing auf einem Seriositätslevel neu erfunden hat. Und natürlich viele, 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 viele andere geile Leader, die wir hier bei iGenius haben, vor allem heute die Main-Speaker. Deswegen, mein Part heute wird sein, und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich bin damals gestartet im Network-Marketing und meine Mentoren haben mir eine Sache gesagt. Und wisst ihr was? Wir hatten recht. Wisst ihr was? Mentoren haben manchmal wirklich recht. Meine Mentoren haben damals zu mir gesagt, Miguel, wenn du das Business hier startest, dann merk dir eine Sache und ich will, dass du dir diese Sache heute aufschreibst und merkst. Meine Mentoren haben damals zu mir gesagt, Miguel, dieses Business,
5 Jahre für den Rest deines Lebens. Die haben zu mir gesagt, 5 Jahre, ja, wird aufgezeichnet, die haben gesagt, 5 Jahre für den Rest deines Lebens. Wisst ihr, was funny ist? Ich bin genau nach 5 Jahren Crown gegangen. Heißt, meine Mentoren hatten recht. Ihr müsst verstehen, wenn ihr heute von diesen Top-Leadern lernt, wenn ihr von diesen Crowns lernt und ihr auch dorthin wollt, weil genau darum geht es hier. Es geht darum, dass wir euch Mentorship geben, damit ihr genau dorthin kommt, wo wir stehen. Und wenn wir oder wenn ihr Crown seid, dann sind wir hoffentlich noch weiter, damit wir euch helfen können, Legend, Star Legend, Royal Legend oder sonst irgendwas zu gehen. Meine Mentoren haben damals zu mir gesagt, die nächsten 5 Jahre für den Rest deines Lebens. Was sind 5 Jahre, Leute? Was sind 5 Jahre? Eine normale deutsche Ausbildung dauert 3 Jahre. 3 Jahre und du bekommst ein Gesellengehalt. 5 Jahre, wenn du Meister dranhängst und verdienst ein bisschen mehr, höchstens das Doppelte. 5 Jahre ist gar nichts, aber diese 5 Jahre waren hart. Deswegen will ich euch eine Sache heute mitgeben und das ist die richtige Erwartungshaltung. Warum ist iGenius anders? Schreibt es mir in den Chat, warum ist iGenius anders? Gib mir die verschiedenen Aspekte, warum iGenius anders ist. Schreibt es in den Chat, beschreibt es mit einem Wort. Warum ist iGenius anders? Warum haben wir so viel Erfolg? Warum haben wir so viele Crowns? Warum rasieren wir den kompletten deutschen Markt? Warum schreiben wir Geschichte in jeglichen Büchern der Geschichte Network Marketing? Warum? Und all das, was ihr in den Chat schreibt, ist genau iGenius. Ihr alle seid iGenius. Jeder einzelne von euch vertritt zu 100% die Vision von iGenius, sobald er mit der ersten Person über dieses Business redet. Du bist iGenius. Und genau deswegen ist iGenius so unglaublich krass. Für mich ist iGenius das, was es ist, wegen der Erwartungshaltung. Ich bin hier gestartet und ich habe es geliebt, wie Brian McMahon, unser CEO, die richtige Erwartungshaltung gibt. Ich habe es geliebt, wie Tino, Felix, Robin, andere Leader, ihren Leadern die richtige Erwartungshaltung geben. Wir sind die Elite, die auf Zoom-Calls sitzt. Und wenn ein Interessent da ist und fragt, wie lange brauche ich zum Traden lernen, wir nicht sagen 3 Monate, 2 Monate, 1 Monat, du bist reich übermorgen, sondern wir sagen den Leuten, bei iGenius lernst du in den nächsten 2-3 Jahren profitables Traden, wenn du es so magst. Wir geben den Leuten die richtige Erwartungshaltung. Und damit wir das auch weitermachen, weil bei der Größe, die wir haben, sind wir ein Imperium. Und eine wichtige Sache bei einem Imperium ist, dass wir die richtige Erwartungshaltung behalten. Großer Wachstum bringt nichts, wenn wir nicht die richtige Erwartungshaltung haben. Hunderte Crowns bringt nichts, wenn wir nicht die richtige Erwartungshaltung geben. Deswegen Nummer 1, 5 Jahre für den Rest deines Lebens. Wenn du zu mir kommst nach 3 Jahren und sagst, das Business funktioniert nicht, dann sage ich, häng nochmal 2 dran. Wenn du zu mir kommst nach einem Jahr und sagst, du verdienst nur $1,000, dann hänge ich nochmal 4 dran. Wenn du seit 4 Jahren dabei bist, hast du noch ein Jahr to go. Wenn du seit 5 Jahren dabei bist und du nicht erfolgreich bist, dann weiß ich nicht, was du gemacht hast und du warst sicher nicht bei iGenius, sondern du warst irgendwo anders. Und es war no front. 5 Jahre für den Rest deines Lebens. Versteht eine Sache richtig. Network Marketing Durchschnittserwartungshaltung. 10 Jahre. 10% der Top-Earner. In Network Marketing gibt es eine Quote, die besagt, die 10% der Top-Earner im Network Marketing sind die, die 10 Jahre oder länger dabei sind. Jetzt frage ich euch, Top-Earner bedeutet mal mindestens mehr als Six-Figure, also mehr als 100.000 im Jahr. Gebt mir eine Möglichkeit, wo ihr das sonst machen könnt. Deswegen, wenn ihr die richtige Erwartungshaltung habt und die richtige Erwartungshaltung weitergebt, dann habt ihr eine einzige Conclusion. Ihr kommt auf einen einzigen Punkt heute auf diesem Call. Keiner von euch hat eine andere Wahl. Keiner von euch hat eine andere Wahl. Dieses Business und die Erfolge von den ganzen Leuten, die wir haben, wie krass ist es, wenn wir Leute haben, die seit einem Jahr dabei sind und Presidential gehen? Wie krass ist es, wenn wir Leute dabei haben, die nach ein paar Monaten ranken? Jetzt versteh bitte eine Sache und ich gebe dir wieder die richtige Erwartungshaltung, denn wir sind ja bei iGenius. Sei nicht böse, sei nicht pissed off. Twitter das Ganze nicht, wenn du nicht so schnell bist. Ich war auch langsam. Wisst ihr, was witzig ist? Von den 5 Jahren Crown gehen, habe ich 2 Jahre nichts gemacht. Heißt, wenn du am Anfang versagst, wenn es am Anfang nicht so läuft, wenn du am Anfang nicht die richtigen Resultate kriegst, wenn du am Anfang nicht die richtigen Erfolge hast, ist gar kein Problem, war bei mir genauso. War bei mir genau das Gleiche. Nur wisst ihr, was so verdammt krass bei uns ist? Wir geben die richtige Erwartungshaltung und durch die richtige Erwartungshaltung bleiben die Leute langfristig. Ich gebe euch eine andere Zahl, die euch umwerfen wird. iGenius hat einer der höchsten Retention Averages, die es im Network Marketing gibt. Was bedeutet das? iGenius hat einen Durchschnitt der Kunden, die höher ist als der Industriewert in Form von wie lange der Kunde aktiv bleibt. Und zwar 6 Monate. 6 verdammte Monate. Es gibt da draußen andere Firmen, bei denen sind es Tage. Tage.
Bei uns sind 6 Monate. Welcher Meister? Die richtige genau. Erwartungshaltung. Was, Bro? Welcher Meister, genau? Nee. Nein, das ist andere Firmen. Das ist der Durchschnitt. Also, das ist jetzt wirklich auch nicht auf eine Firma spezifisch gemeint. Das ist der Durchschnitt im Network Marketing Googles. Das ist wirklich so. Egal, was für ein Online-Business ihr baut, egal, was ihr da draußen macht, der Durchschnitt sind Tage, nicht Monate. Egal was. Subscription, Netflix, egal was eine Subscription und eine Monthly Autoship hat, Tage. Dann hören Leute wieder auf. Wie viele Leute melden sich im Gym an und gehen nie? Wie viele melden sich im Gym an und hören nach einem Monat wieder auf? Wie viele Leute join Network Marketing, haben die falsche Erwartungshaltung und droppen out? Deswegen, Leute, heute will ich, dass du eine Sache zu 100% committest und zu 100% ja sagst in den Chat, wenn du das wirklich fühlst, was ich meine. Bist du committed mit einem dicken Yes in den Chats die nächsten 5 Jahre für den Rest deines Lebens? Bist du committed für die nächsten 5 Jahre Rest deines Lebens? Bist du auch committed, Menschen, die in deinem Business durchstarten, die richtige Erwartungshaltung zu geben und denen genauso zu sagen, fokussiere dich 5 Jahre, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Geh nicht auf die Partys, scheiß auf den ganzen Bullshit, schau kein Netflix, hör auf zu zocken. Seitdem ich Crown bin, habe ich wieder angefangen, ein bisschen zu zocken. Ihr dürft 3-mal raten, mit wem? Mit Tino. Warum? Weil wir Crown sind. Davor gibt es kein Zocken, nichts, nicht links, nicht rechts. 5 verdammt Jahre Vollgas, 5 verdammt Jahre committed, 5 Jahre alles beiseite. Um My Genius zu dem allergrößten Network-Marketing-Business zu machen, das es jemals auf der Welt gab. Der größte finanzielle Impact auf dieser Welt. Die Antwort für den ganzen Bullshit da draußen. Die Lösung für die Menschen, die finanzielle Probleme haben. Die Lösung für die ganzen Mütter, die alleinerziehend aufwachsen. Die Lösung für die Menschen, die denken, dass das normale System sie unterstützen und unterstützen wird. Und jeder von uns weiß, dass es Bullshit ist. Und bei iGenius für mich ist eine Revolution gegen diesen ganzen Bullshit. Und jetzt werdet ihr noch von viel mehr revolutionären Leadern, Crowns, Top-Leader, Leute hören, die diese Geschichte, diese Firma verändert haben und weiterhin verändert werden. Ich bin so unglaublich dankbar, mit jedem Einzelnen von euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin so unglaublich dankbar, von diesen Mentoren lernen zu dürfen, weil ein Crown kann nur einen Crown erstellen. Ein Crown kann nur einen Crown erstellen. Deswegen, jeder von euch hat vielleicht eine Sache noch nicht verstanden. Und zwar, du brauchst so ein Leadership, damit du selber erfolgreich werden kannst. Weil ich seit Tag 1 in meiner Network-Marketing-Karriere jemand, und ich weiß gar nicht, ob er als nächstes speakt, aber weil ich seit Tag 1 jemanden an meiner Hand hatte, der selber Crown ist, konnte ich Crown gehen. Und ihr dürft raten, wer es ist. Deswegen an der Stelle gebe ich zurück an Gianluca. Bro, vielen, vielen Dank für diesen Call. Danke, dass du das Ganze organisiert hast, uns alle zusammengebracht hast. In dem Sinne, iGenius, let's get it. Yes. Auf jeden Fall droppt eine fette Einserwelle in den Chat für den lieben Miguel, ja, für den heftigen, heftigen Part. Und das ist so eine Kleinigkeit, die mir extrem auch geholfen hat. Miguel hat immer gesagt, Bro, wenn wir einfach anfangen, nicht mehr unseren eigenen Rank zu bilden, sondern die Company zu bilden, wird alles von selber kommen. Und das ist eine Sache, die mich mir sehr stark selber zu Herzen genommen habe. Ja, und deswegen ist heute nicht TPR is the crown oder GC is the crown oder whatever. Today is iGenius the crown. Und einfach mal ein kleiner Fun Fact am Rande, wenn ihr mal zusammenzählt, was die nächste Person und die nächste Person und die nächste Person wie Miguel zusammen an Network Marketing Jahren hier geleistet haben, das ist mehr als der größte Teil hier auf diesem Call. Und das ist crazy, das ist extrem crazy, das ist einfach nur high value. Deswegen, wir starten direkt mit den nächsten, ja, die nächste Person, ich bin euch ehrlich, ich habe zu ihm gesagt, ey, ich habe von Anfang gesagt, ich will dich auf einem Call mit all meinen Leadern haben. Aber ich will es mir erst verdienen. Und ich habe es mir jetzt verdient, deswegen habe ich ihm straight, nachdem ich das Ganze geschafft habe, ihm geschrieben, ey, du musst jetzt auf den Call kommen, du musst unbedingt auf den Call kommen. Und genauso ist das Ganze gestartet und ich bin euch ehrlich, die nächste Person ist der liebe Tino, okay? Drop eine fette Einserwelle für Tino, weil Tino ist eine Person, habe ich einfach für mich selber bemerkt, er nimmt kein Blatt vor den Mund, ja, Herz liegt auf der Zunge, er sagt dir einfach nur das, was du hören musst, egal ob es scheiße ist, egal ob es gut ist, egal ob es böse ist, egal ob es traurig ist, er sagt es dir einfach. Und genau dafür schätze ich nicht eine Person mit über 10 Jahren Erfahrung in diesem Business hier, im Network Marketing, ja, der schon Stories erzählen könnte, da sind wir noch in den nächsten 2 Monaten hier noch. Das ist einfach nur crazy und vor sowas sollten wir alle einfach nur Respekt haben. Deswegen, Tino, ich bin dir vom Herzen dankbar, dass du dir heute die Zeit hier für uns alle genommen hast. Ich freue mich extrem auf deinen Part. Let's go. Danke, Bro. Eine Ehre, heute auf diesem Call zu sein. Also, ja, eigentlich hätte es ja ein Team-Call von dir werden sollen. Haben wir ein bisschen in guter alter iGenius-Manier einen XXXL-Team-Call gemacht. Richtig, richtig nice. Wisst ihr, was ich so sehr an iGenius schätze? Ich habe vorhin einen Song von Apache reingedroppt und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
als ich so 16 war, 17 war, schon mit 13 im Schulbus. Ich weiß nicht, ob hier Leute aus meiner Generation sind, aber ich habe damals im Schulbus Deutschrap gepumpt. Damals Bushido, Flair, Agro Berlin, diesen Oldschool-Shit. Ich habe mir das reingezogen und für mich war Deutschrap immer etwas, das mich inspiriert hat. Glaubt es oder nicht, aber die ersten Anfänge bei mir, ein Mindset zu entwickeln und wirklich im Leben mehr zu wollen, das ist bei mir passiert, weil ich mir so eine Musik angehört habe und meine Eltern wollten es mir immer verbieten. Heute sind sie wahrscheinlich dankbar. Aber woraus ich darauf hinaus will, ich habe vorhin einen Song reingemacht von Apache und Apache droppt in diesem Song eine Line und das ist genau das, was ich an Ed Genius so schätze und an den ganzen Führungskräften, die hier zusammenkommen. Und zwar sagt Apache, ich bete zu Gott, wenn das Geld uns verändert, dann lass uns ein Leben lang arm. Und der Punkt ist der, wir haben hier Menschen, die sind 20, 21, 22 Jahre alt. Ich bin hier eh schon MLM-Grandpa mit meinen 31 Jahren. Die machen hier Cash. Das ist einfach nur abartig. Sind aber alle Mensch geblieben, sind humble, sind down to earth, sind coachable. Egal mit wem ich spreche, egal aus welchem Team, egal aus welchem Movement, egal aus welcher Line. Es passiert mir einfach nicht, dass irgendjemand ein großes Ego hat. Es passiert mir einfach nicht, dass irgendjemand sagt, ich bin the biggest motherfucker of everything und ich weiß schon alles, kann schon alles und bin besser als alle anderen. Wir haben hier wirklich eine Culture, die ist extrem humble und ein Fundament, das extrem solide ist. Und das wollte ich eingangs einfach mal sagen. Dafür bin ich extrem dankbar. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn du mich heute fragst, was macht der Genius aus, es ist genau das. Es ist diese Humbleness. Weil, schaut mal, wenn ich in andere Firmen gucke, Hashtag andere Firmen, ja, die verdienen halt 2K im Monat. Ja gut, wenn du 2K im Monat verdienst, nach 4 Jahren Network Marketing, ist es halt einfach, humble zu sein, ja. Aber bei uns gibt es halt Leute, die verdienen nach einem Jahr mehr als Chefchirurgen auf der Berliner Charité, mehr als Manager in DAX-Konzernen und sind mit ihren jungen Jahren einfach so dermaßen humble und coachable. Das ist etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und mein Part heute soll um ein Thema gehen, und zwar, wie schaffst du es wirklich, nicht für ein paar Wochen, nicht für ein paar Monate, sondern für Jahre und Jahrzehnte innerhalb dieser Industrie relevant zu bleiben? Schaut mal, ich hatte gerade letztens eine Diskussion mit jemandem aus Hashtag andere Firma. Und diese Person aus Hashtag andere Firma sagt zu mir, Tino, du bist 10 Jahre im Network Marketing und bist nur Crown. Ich bin erst 1,5 Jahre im Network Marketing und bin schon Rank XY. Wenn ich so lange im Network Marketing bin wie du, bin ich 10-mal so groß wie du. Ich verdiene 10-mal so viel wie du. Ich habe 10-mal so viel Impact wie du. Ich bin 10-mal so geil wie du. Ich bin 10-mal so toll wie du. Und ich mache alles 10-mal so gut wie du. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, Bro, Punkt Nummer 1, ich wünsche es dir. Und Punkt Nummer 2, schaff es mal 10 Jahre lang, innerhalb dieses Haifischbeckens namens Network Marketing relevant zu bleiben, einen großen Scheck zu haben, immer ein großes Team zu haben und immer einen maximalen Impact zu haben. Weil darum geht es am Ende des Tages. Und wisst ihr, was der Fehler von den meisten Menschen ist? Und da spreche ich jeden auf diesem Call an. Ich nehme mich selber nicht aus. Wir alle haben noch nichts erreicht. Wir sollten dankbar dafür sein, wo wir jetzt gerade sind. Aber wenn wir uns das Potenzial ansehen, das uns diese Company bietet, dieser Vergütungsplan bietet, diese Community vor allem, das Fundament, das wir alle gemeinsam in den letzten Jahren mit Mühe und Schweiß aufgebaut haben, wenn wir uns das anschauen, ist das, was wir bis jetzt erreicht haben, nur ein ganz, ganz kleiner Anfang. Nimm das komplette Universum und guck dir an, wie klein der Planet Erde innerhalb des Universums ist. Es ist ein kleiner Fliegenschiss und genau das sind wir innerhalb der Branche. Doch die Möglichkeiten, die wir haben, sind unbegrenzt. Und wisst ihr, wer die einzigen sind, die uns davon abhalten können? Unser maximales Potenzial zu entfalten. Eine Armee von 7-Figure-Runnern aufzubauen, eine Armee von 6-Figure-Runnern aufzubauen. Millionen Familienleben zu verändern. Wisst ihr, wer die einzige Person ist, die das verhindern kann? Es ist die Person, die dir morgens, das ist so eine Definition, ja, manche stehen um 7 auf, manche um 10, manche um 13 Uhr, ja, aber wann halt für dich halt morgens ist. Die Person, die dir morgens früh beim Zähneputzen im Spiegel entgegenlacht, ist die einzige Person, die das noch verhindern kann. Niemand anders kann das noch verhindern. Und heute gebe ich euch ein paar Spielregeln mit, die ihr brauchen werdet, um innerhalb dieser Industrie, nicht nur für ein paar Tage, nicht nur für ein paar Wochen,
nicht nur für ein paar Monate mal eine coole Success-Story zu sein, sondern wie ihr es schafft, über Jahre, Jahrzehnte und Dekaden innerhalb dieser Industrie nicht nur relevant zu sein, sondern innerhalb dieser Industrie nachhaltig einen Impact zu hinterlassen. Das Ziel von jedem Einzelnen auf diesem Call sollte folgendes sein. Guck dir heute iGenius Global an und dann guck dir dein Gesicht im Spiegel an und frag dich, habe ich innerhalb dieser Firma schon so einen großen Impact hinterlassen, dass jeder Motherfucker in diesem Unternehmen vom Support-Team bis zum kleinsten Leader, bis zum größten Crown-Leader, bis zum Legend-Leader, bis zum CEO, bis zu Brian McMullen, bis zu den Leuten in der Dachfirma in Westview, habe ich so einen Impact hinterlassen, dass all diese Leute meinen Namen kennen und dass all diese Leute wissen, wer ich bin, was ich erreicht habe und was mein Team geschaffen hat, ja oder nein? Ich beantworte diese Frage mit Nein. Ich bin mir sicher, irgendwo in New Jersey, irgendwo in Salt Lake City, in unserem Headquarter, gibt es noch eine Putzfrau oder einen Techniker oder irgendjemanden, der noch nicht weiß, wer Tino Taupe ist und der noch nicht weiß, was wir im Dachraum getan haben. Und das ist mein Maßstab und das ist mein Anspruch an mich selbst. Dieser Mensch zu werden, dieser Leader zu werden, dessen Impact so groß ist, dass einfach jeder weiß, wer du bist und keiner mehr an dir vorbeikommt. Keiner mehr an unserer Organisation vorbeikommt und keiner mehr an iGenius Dach vorbeikommt, bis wir die komplette Firma overtaken. Und jetzt kommt der Fahrplan dahin. Punkt Nummer 1. Begrab dein Ego. Es ist mir scheißegal, was du gerade verdienst. Ob du Crown bist, ob du Presidential Ambassador bist, ob du der schnellste und jüngste Ambassador bist, ob du der schnellste Presidential Ambassador warst, mir ist das so egal. Vergiss eine Sache nicht. Jeder von uns, und da nehme ich mit mich ein, jeder von uns ist ein kleiner Statist in einem riesengroßen Theaterstück. Und wisst ihr, warum dieses Theaterstück so fucking gut ist? Das ist nicht wegen dir, nicht wegen deinem Team, sondern wegen uns allen. Wir alle machen das aus. Wir alle machen das Ding groß. Und wir alle sind dafür verantwortlich, dass dieses Unternehmen das ist, was es heute ist. Nicht einer von uns, sondern wir alle. Vom neuesten Partner bis hin zum Crown Leader. Vom Presidential Ambassador bis runter zum Global Executive. Jeder einzelne von uns ist dafür verantwortlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Geh niemals, 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 egal wie viel du verdienst, egal wie groß und wie viel Anerkennung dir entgegengebracht wird, egal wie viel am Freitag auf dein Konto kommt, egal wie viele Leute dich feiern, egal wie viele Leute dich auf Insta reposten, egal wie oft dein TikTok geteilt wurde, egal wie viele Videos von dir viral gehen, egal was du glaubst zu sein, egal, was dir andere sagen, was du bist, egal, wie viel Anerkennung du bekommst, geh niemals in die Komfortzone. Weißt du, was die Komfortzone ist? Der Friedhof für dein Network-Marketing-Business. Ich habe tausende Leader innerhalb dieser Branche gesehen, die hatten einen kometenhaften Come-up, sind dann bequem geworden, haben nur noch gezockt, haben nur noch Spaß gehabt, sind nur noch Designer shoppen gegangen, waren nur noch unterwegs, nur noch auf Reisen, nur noch Chili-Milli, nur noch auf Dates, nur noch gemütlich, nur noch Yalla-Yalla Abfahrt. Was ist mit diesen Leuten passiert? Die sind am sogenannten MLM-Friedhof gelandet und 2 Jahre später weiß keiner mehr, wer du bist. Du hast keinen Scheck mehr und du bist wieder broken, wohnst in einer 50 Quadratmeter Wohnung und frierst dir in Deutschland den Arsch ab, während du anderen auf Instagram zuschaust, wie sie in Dubai oder woanders chillen. Wir selber, und wir sind die Einzigen, haben das Potenzial, unsere Träume zu zerstören und uns selbst zu sabotieren, indem wir bequem werden, indem wir glauben, wir sind größer, besser, schöner und toller, als wir es eigentlich sind. Bleib humble und geh niemals aus Phase 1 raus. Hör niemals auf zu rekrutieren. Hör niemals auf, deinem Team zu zeigen, wie das Spiel gemacht wird. Hör niemals auf, ein Beispiel für jeden anderen Member bei iGenius zu sein, durch deine Arbeitsmoral, durch deine Werte, durch deine Ethik, durch das, was du auf einer täglichen Basis tust. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was glaubt ihr, wie vielen Network-Marketern das schon das Genick gebrochen hat, weil sie geglaubt haben, sie sind die größten, besten, schönsten, tollsten und coolsten, müssen jetzt eh nichts mehr machen, können sich zurücklehnen, weil sie sind ja schon die tolle Success-Story? Newsflash. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Erfolg ist etwas, dass du dir jeden Tag neu verdienst. Erfolg ist etwas, um ihn zu behalten, wo du dem Leben jeden Tag aufs Neue beweisen musst, dass er dir verdammt nochmal zusteht. Und der Tag, an dem du glaubst, dass Erfolg selbstverständlich ist, und der Tag, an dem du glaubst,
dass du von Gott gesegnet bist und der Erfolg von ganz alleine in dein Leben kommen wird, ist der Tag, wo das Leben dich auslacht und dir deinen Erfolg Stück für Stück wieder wegnimmt und dich wieder auf Zero setzt, genau da, wo du hingehörst, wenn dein Ego zu groß wird und wenn du glaubst, du bist der Big Shot und musst nicht mehr die kleinen Dinge tun. Deswegen hör niemals auf, die Basics zu tun. Hör niemals auf zu rekrutieren. Wenn du ein Leader bist und du Leute in deiner Downline hast, die größere Linien aufbauen als du, dann machst du deinem Anspruch, wieder derjenige zu sein, der den Leuten zeigt, wie es geht. Nicht aus einer Ego-Perspektive, sondern aus einer Perspektive der Inspiration und aus einer Perspektive, als Vorbild voranzugehen. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ein Vorbild für Menschen zu sein, ist das größte Privileg, das du im Leben haben kannst. Das Vertrauen, das dir Menschen entgegenbringen, ist das größte Privileg und das größte, was dir ein Mensch schenken kann, sein Vertrauen, seine Zeit. Wenn du als Leader hingehst und aufhörst, das zu tun, was ein Leader tut, dann missbrauchst du das Vertrauen der Menschen, die dir ihr Vertrauen schenken, somit missbrauchst du das Größte, das dir ein anderer Mensch geben kann. Das ist keine Manipulation, Freunde, das ist einfach nur die traurige Realität. Hör nicht auf zu lieben. Hör nicht auf, einen hohen Anspruch an dich selbst zu haben und hör niemals auf, die Basics zu tun. Egal, wie groß du bist. Ich habe letzten Monat über 100.000 nur mit iGenius verdient. Sage ich nicht, um jetzt cool zu sein. Sage ich einfach, um das zu unterstreichen, was ich jetzt sagen möchte. Ich habe über 100.000 mit iGenius verdient. Ich habe in den letzten 2 Tagen 9 Calls mit Menschen gehabt, von denen 6 auf dem $99-Paket starten. Ich bin in Phase 1. Ich tue genau das, was jeder Influencer tut. Ich tue genau das, was jeder neue Member tun sollte. Ich tue genau das auf einer täglichen Basis, was ich von meinem Team erwarte und versuche immer derjenige zu sein, der ihnen durch Taten zeigt, wie es funktioniert. Wisst ihr, was nämlich der Clou ist? Taten zeigen, wer du wirklich bist. Worte zeichnen nur ein Bild davon, was du gerne wärst. Und du willst immer eine Frau oder ein Mann deines Worts sein und deiner Tat sein. Deswegen niemals aus der Phase 1 raus. Und der letzte Punkt, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ich habe nämlich nur 15 Minuten, aber ein paar Minuten habe ich noch. Und der letzte Punkt, und das ist dann das Endgame ist, niemals zu vergessen, wo du herkommst. Vergiss das niemals. Egal, wo dich das Leben hinbringt. Egal, ob du irgendwann, so wie Miguel gerade, in deiner 300 Quadratmeter Bude in Dubai sitzt und den Burj Khalifa anschaust, egal ob du wie ich in Malta in deiner 400 Quadratmeter Villa sitzt, egal ob du gerade auf Weltreise bist, so wie viele Lieder von uns, egal wie gut es dir geht, egal womit das Leben dich gesegnet hat, vergiss nicht, wo du herkommst. Ich erzähle euch eine kurze Story. Wir gehen zurück in das Jahr 2014. Ein 24-jähriger Tino Taupe hat das erste Mal 300.000 innerhalb eines Jahres verdient. Sich gerade ein S7 geholt, 2 Rolex-Uhren gekauft und wurde größenwahnsinnig. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin zu Hause bei meiner Mutter am Mittagstisch gesessen und meine Mutter hat zu mir gesagt, es ist mir scheißegal, wie viel Geld du machst, es ist mir scheißegal, welches Auto fährst, welche Uhren du trägst und was du glaubst zu sein. Du bist mein Sohn und für mich wirst du immer der kleine Hosenscheißer bleiben, den ich großgezogen habe. Also verlier deine Bodenhaftung nicht und behalt beide Füße am Boden oder das Leben wird dich dafür bestrafen. Und das ist ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Wisst ihr warum? Weil wir in einer Company sind, wo es so einfach ist, schnell viel Geld zu verdienen, vergessen wir oft, uns persönlich zu entwickeln. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Geld, Ruhm, Anerkennung einem zu Kopf steigen kann. Weißt du aber, was passiert, wenn dir das zu Kopf steigt? Du fängst an zu verlieren. Niemand mag arrogante Menschen. Niemand mag größenwahnsinnige Menschen. Niemand mag Menschen, die vergessen haben, wo sie herkommen. Und das feiere ich so an iGenius. Egal mit wem ich hier im Leadership rede. Niemand hat vergessen, wo er herkommt. Ich bin mit Miguel am Zocken und wir reden über alte Zeiten. Wie es in der Schule war, wo wir herkommen. Wenn wir uns mal geprügelt haben, alles Mögliche. Wir wissen genau, wo wir herkommen. Wir haben beide Füße am Boden. Ein Robin Hesse, beide Füße am Boden. Ein Felix Alfen, humble as fuck. Unser maltesischer Anwalt sagt, hey, es wäre nicht so schlecht, wenn ihr einen maltesischen Telefonanschluss hättet. Der kostet 6 Euro im Monat.
Ein Felix Alfen, letztes Monat über 100k verdient, sagt, die 6 Euro können wir uns auch sparen, wir haben doch eh schon Handys. Humble, Freunde. Beide Füße am Boden. Down to earth. Grounded. Nenn es, wie du es willst. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die Menschen im Leben, die sich selber nicht zu wichtig nehmen, sich selber nicht zu groß sehen und die niemals vergessen haben, wo sie herkommen, diejenigen sind, die nicht nur exorbitant erfolgreich werden, sondern am Ende des Tages auch diejenigen sind, über die andere Menschen sagen, ich gönne ihr den Erfolg, ich gönne ihm den Erfolg. Sie ist Mensch geblieben. Er ist immer noch ein cooler Typ. Das ist immer noch der, den ich kennengelernt habe. Das ist immer noch der Mensch von damals. Der hat sich einfach nur weiterentwickelt. Und das willst du werden, glaub mir das. Du willst die Person von damals sein. Du willst der alte Typ bleiben, den deine Kumpels kennen. Aber mit einem Endlevel-Mindset. Du darfst niemals vergessen, wo du herkommst. Egal, wo dich das Leben hinbringt. Und wenn wir diesen Plan einhalten, die Community strong halten, uns nicht durch Ruhm, Geld, Macht, Anerkennung und all diese Dinge verändern lassen, dadurch nicht abheben und parallel immer die Leader bleiben, die unser Team ganz einfach braucht und den Menschen die Energie und die Emotion und die Liebe für dieses Geschäft vermitteln, die wir ganz einfach im Herzen tragen, dann wird das Ding riesengroß, Freunde. Aber dann brauchen wir jeden von euch. Ich habe ganze Firmen fallen sehen. Meine erste Firma ist 2015 down gegangen. Das waren 850 Millionen Dollar Konzern. Wisst ihr, warum die down gegangen sind? Weil alle Führungskräfte abgehoben waren und geglaubt haben, sie sind die Besten, weil untereinander nur Streitereien waren. Und dann ist das ganze Ding den Bach runtergegangen. Und glaubt mir, Freunde, das, was andere Firmen vor uns falsch gemacht haben, müssen wir nicht falsch machen. Und ich weiß, das ganze Leadership wird kämpfen. Es wird kämpfen, diese Chemie zu behalten. Es wird kämpfen, diese Unity zu behalten. Und wir werden alle gemeinsam kämpfen, um aus diesem Unternehmen die Nummer 1 im Service Network zu machen. Fakt. Und wir werden das Ziel erreichen. Wir werden das tun, was noch keiner vor uns gemacht hat. Weil das ist der Anspruch und nichts Geringeres darf dein Anspruch an dich, an dein Leben, an dein Team und an alles, was du hier tust, sein. Etwas zu tun, das noch nie da gewesen ist. Weil am Ende des Tages, Freunde, du kannst ein Spiel spielen und dann im Spiel teilnehmen. Oder du kannst ein Spiel spielen und das Spiel verändern. Und wir sind nicht gekommen, um dieses verfickte Spiel zu spielen. Wir sind gekommen, um das Spiel auseinanderzunehmen, um es zu verändern, um es auf ein anderes Level zu bringen und um es komplett zu redefinen. Das ist der Anspruch. Und jeder, der mit mir ist, droppt jetzt eine 1 in den Chat. Und jeder, der mit mir ist, geht ab morgen mit mir und mit allen anderen Leadern gemeinsam für diese gemeinsame Vision etwas zu tun, das noch kein anderer getan hat und etwas zu erschaffen, das noch keine andere Firma erschaffen hat, ab morgen in den Krieg. Freunde, es ist Game Time. Stay humble. Ich habe euch alle lieb. Unglaublich dankbar für diese Community. Das ist für mich das Schönste, was in den letzten 10 Jahren Network Marketing passiert ist, zu sehen, wie es heute ist. Und glaubt mir, ich schätze das unglaublich wert. Mir rinnen manchmal laufen mir die Tränen runter, wenn ich dran denke, was wir hier gemeinsam kreiert haben. Aber am Ende des Tages weiß ich, das war der erste Schritt. Because the journey of 1,000 miles begins with a single step. Und den ersten Step haben wir gemacht. Und jetzt machen wir den Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und reißen das Ding komplett ab. Ich bedanke mich bei euch allen und wünsche euch noch einen geilen Abend. Yes, 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 yes. Droppt mal alle eine fette Einserwelle in den Chat für den lieben Tino. Ich habe gesagt von Anfang an, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe wirklich gar nichts anderes erwartet von dir, Bro. Deswegen bin ich dir extrem dankbar, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, straight aus Malta. Freue mich extrem. Guys, lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Part. Und der nächste Speaker, muss ich sagen, ich hatte noch nicht lange das Vergnügen, mit ihm vielleicht zu sprechen, aber eine Sache habe ich von seinem Team vor allem gelernt. Okay, er ist eine Person, der sich wirklich, wirklich um sein Team kümmert auf einem komplett anderen Level. Sei es privat, sei es businesstechnisch. Er schaut, dass jeder am Start ist, dass es jedem gut geht, dass jeder vorankommt. Ja, er hat eine Organisation zusammen mit seiner Frau, sage ich mal, ja, gegründet, ja, die extrem gewachsen ist, die so groß gewachsen ist, dass ich sagen muss, ehrlich, die IGA auf Social Media, ich sehe euch den ganzen Tag. Das ist wirklich crazy, was ihr hier aufgebaut habt. Ja, und deswegen, der nächste Speaker, meiner Meinung nach eine Person, der mir einfach nur pure Good Vibes gibt. Jeden Tag nur pure Good Vibes gibt. Deswegen freue ich mich extrem auf den nächsten Speaker. Drop mal eine fette, fette Einserwelle. Unseren Crown Leader Robin Hesse. Let's go.
Hey, what's up, Champs? Geht's euch gut? Gianluca, erstmal vielen, vielen Dank dir fürs Organisieren von dem Call. Migi, crazy Part. Tino, was eine Energie. Crazy Leute. Und du hast mich mit dem letzten Part gut abgeholt, Tino. Denn ich bin gerade nicht bei Anna und bei Luis in der Villa, sondern ich bin tatsächlich gerade bei Annas Eltern in einem verdammten Keller. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten sehen könnt. Da hinten sind die Heizungsrohre am Start, ja. Und ich dachte früher immer so, boah, als Crow und so, dann kann ich das Good Life leben. Aber ich glaube, was ich so in den letzten 6 Jahren mitgenommen habe, also crazy, 10 Jahre, wusste ich gar nicht, Tino, dass du 10 Jahre schon am Start bist, ist, dass es all das gar nicht braucht. Diese ganzen materiellen Dinge, und Tino, du hast es geil gesagt, dass du halt immer humble bleiben musst und dass du immer am Boden kämpfst oder beziehungsweise an der Front, ja, mitkämpfst. Und das ist genau das Ding, was ich jeden einzelnen Tag liebe, was für mich nicht nur die IBA, sondern gesamt iGenius ausmacht. Und es ist so crazy zu sehen, währenddessen Richie chillt gerade irgendwo, glaube ich, in Dubai, sieht aus nach Opso. Ja, Grüße gehen raus, Wasserspiele gönnt ihr auf jeden Fall. Und es ist so krass zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber ich habe eine geile Mentalität und mit der möchte ich starten. Und zwar hat mich das von Anfang an inspiriert und das glaube ich heute noch zu 100%. Und zwar sage ich euch heute eine Sache. Gerade Tino hat es angesprochen, hat gesagt, wir stehen erst am Anfang. Ich lege noch einen drauf und ich sage, der Top-Earner der Firma ist jetzt noch gar nicht in der Firma. Der Top-Earner der Firma, derjenige, der am meisten Cash hier verdient, ist jetzt noch gar nicht in der Firma. Lass mich mal mit einer 1 im Chat wissen, wenn du derjenige bist, der den Top-Earner der Firma starten wird. Ja, und das ist eine Vision, wo du auch wirklich verstehst, worum es geht. Menschen gemeinsam erfolgreich machen. Nenn mir eine Branche im Network Marketing oder, ja gut, Network Marketing ist die Branche. Nenn mir einen Bereich, wo das so ist. Nenn mir einen Bereich, ich kenne keinen. Und ich habe ganz kurz 3 Punkte für euch und zwar habe ich haben wir gleich noch den Felix am Start und ich will es kurz für euch zusammenfassen. Natürlich habt ihr viele Dinge schon gehört. Jeder von euch, lasst mich mal im Chat wissen, wie lange ihr dabei seid. Das interessiert mich mal kurz. Wie lange ihr im Durchschnitt dabei seid, also ein Jahr, ein paar Monate. Das ist immer crazy zu sehen. Ich glaube, Miguel war derjenige, der gesagt hat, dass wir die längste Retention Rate, also die längste Aktivquote von Kunden haben. Wisst ihr das überhaupt zu schätzen? Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Wir geben Menschen den meisten Mehrwert, weil genau das heißt das. Ein Mensch bleibt nur dann monatlich aktiv, wenn er einen Mehrwert bekommt. Okay, mein Thema heute, ich möchte mit dir über etwas sprechen, was sich die letzten Jahre gewandelt hat und da ein bisschen Storytelling mit reinbringen. Und zwar vor 6 Jahren bin ich im Network Marketing aufgrund einer Facebook-Anfrage gestartet. Ich habe damals auf Facebook die Anfrage bekommen und zwar, ich will es jetzt nicht zu sehr ausschmücken, aber im Grunde genommen kurz gefasst war es, hey, hast du Lust, online Geld zu verdienen? Und für mich war das so, wow, cool, man kann online Geld verdienen. Ich war am Start. Ja, ich bin damals zu dem Event hingefahren. Funktioniert es heute noch? Kannst du heute noch Menschen anschreiben mit, hey, hast du Lust, dir ein Online-Business aufzubauen? Lass mich das mal im Chat wissen. Natürlich nicht. Die Zeit des Marketings, und damit möchte ich Thema 1 mit dir drüber sprechen, hat sich verändert. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, und ich habe jetzt letztens einen geilen Podcast von Tony Robbins gehört, er hat gesagt, vor 20 Jahren haben die Menschen 4 Impressionen gebraucht, um ein Business zu starten. 4 Impressionen. Also wisst ihr, wer weiß, was eine Impression ist? Wer weiß es nicht? Mal Nein in den Chat schreiben. Ich erkläre es euch. Die eine oder andere weiß es bestimmt nicht. Also, eine Impression ist etwas, ich fange an zu reden und während ich gerade hier so erzähle, denkt sich der ein oder andere vielleicht, hey, cool im Keller zu chillen, hätte ich auch Bock drauf, geil ist die erste Impression. Ja, ich erzähle, natürlich ein Joke, ja. Ich erzähle von finanzieller Freiheit, geil hast du Bock drauf, ist die 2. Impression. Und so braucht Menschen vor 20 Jahren 4 Impressionen, bis sie eine Kaufentscheidung getroffen haben. Wisst ihr, wie viele es heute sind? Schreibt es mal in den Chat rein. Was glaubt ihr, wie viel Impressionen braucht der Mensch heute, bis er eine Kaufentscheidung trifft? Es sind 16. Da hat tatsächlich einer den Podcast gehört. Ich habe es gerade gesehen im Chat oder auch nur gut geraten. Es sind 16. Meine Frage jetzt an dich. Ist der Weg für Network Marketing oder allgemein für Marketing heute einfacher oder war es früher einfacher? Ist es heute einfacher oder ist es früher einfacher gewesen? Natürlich, ganz klar, es ist heute einfacher. Aber du musst eine Sache verstehen. Jeder kann heute Marketing machen. Jeder kann das heute machen. Und wisst ihr, was der Unterschied bei iGenius ist? Weißt du, was der Unterschied von jedem Einzelnen, der Marketing gescheit aufbaut und hier erfolgreich ist, zu jedem anderen, der davon nur träumt? Unser Herzstück, unser Kern ist, dass wir eine Sache verstanden haben. Wir betreiben Value-Added Marketing. Also auf Deutsch übersetzt, wir geben Mehrwert. Wir geben Menschen for free Mehrwert. Es ist nicht mehr wie früher, dass man anschreibt mit, hey,
willst du mein Business starten? Ich kriegst du Anfragen heute noch von, wie Tino so schön gesagt hat, von Hashtag anderen Firmen. Ja, ich krieg solche Texte heute noch. Und ich habe solche Texte, gut, klar, in der Tiefe kannst du es nirgendwo verhindern, aber von Top-Leadern bei uns ist es immer Value-Added Marketing. Und das musst du verstehen. Und ich habe da eine Story, die mich damals extrem inspiriert hat, wo ich erstmal verstanden habe, warum man das tun sollte. Warum man erstmal Menschen, und jeder, der mich privat kennt, weiß, vielleicht übertreibe ich damit auch immer ein bisschen zu sehr, dass ich es zu stark mache. Aber ich habe eine sehr inspirierende Story und ich will sie kurz auf den Punkt bringen. Und zwar ist die auch von Tony Robbins. Ich habe damals in Gelsenkirchen Tony Robbins das erste Mal live gesehen und diese Story hat mir, das war mindblowing, ja. Und ich versuchte, diese Emotion, die ich damals in dieser Arena hatte, einfach so ein bisschen mit rüberzugeben. Und zwar hat er gesprochen von einer Geschichte, die ihm widerfahren ist mit 18 Jahren. Also der Typ ist mittlerweile 40 Jahre alt. Wenn du ihn nicht kennst, check ihn auf jeden Fall mal aus. Ist einer meiner größten Inspirationen, was so persönliche Entwicklung angeht, Tony Robbins. Und er hat damals auf der Bühne von einem Mike gesprochen und hat gesagt, hey, der Mike kam auf ihn zu und hat gesagt, hey, wie kann ich denn im Immobilienbusiness groß rauskommen? Wie kann ich eine Nummer 1 werden im Immobilienbusiness? Und es war damals so die Zeit, ja, wo jeder so ein bisschen sich in der Branche versucht hat, wo es sehr viel Konkurrenz gab, ja, auch heute noch, ja. Und er hat ihm gesagt, du musst etwas finden, was das Problem da draußen in der Gesellschaft ist und du musst ein Problemlöser werden. Ganz wichtiger Tipp an dich, erfolgreiche Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie sind in beschissenen Situationen immer die besten Problemlöser. Macht das Sinn, ja oder ja? Erfolgreiche Menschen sind immer die besten Problemlöser. Und genau das hat der Mike gemacht und zwar ist er damals hergegangen, ja, und hat gesagt, hey, wie kann ich diese Situation, damals gab es so eine Müllkrise in Amerika, hat er erzählt, und der Müll wurde nicht mehr abgeholt. Dann ist er zu Tony hergegangen und hat gesagt, hey, pass auf, ich habe eine Idee, ich mache jetzt eine Müllentsorgungsfirma und charge den Leuten einfach extra Money und werde dann damit groß, scheiß auf Immobilien. Und dann hat Tony gesagt, nein, mach das nicht. Fang mal an, mehr für andere zu tun und weniger für dich und dann wird dein Erfolg automatisch mitkommen. Und er war so, hey, was meinst du damit? Sammel den Müll mal for free ein. Und man muss die Story dazu, also er hat das richtig ausgeschmückt, ich will es aber kurz euch nur mitgeben, ja. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, das war über 6 Wochen lang, kam kein Mülldienst. Ja, ich brauche euch nicht die Gerüche zu beschreiben, wie unangenehm das ist, wie abgefuckt du bist, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und dein Müll nicht abgeholt wird, ja. Und jetzt hat der Mike ein Unternehmen aufgemacht, wo er for free allen Leuten den Müll abgeholt hat, ohne irgendwo seinen Namen zu hinterlegen, ja. Und das Krasse an der Story ist, und darauf möchte ich nur ganz kurz hinaus, um dir zu erklären, was ich mit Value-Added Marketing meine, ohne eine Intention für sich dann durch Tonys Ratschlag zu haben, ja, ist Folgendes passiert. Die Leute kamen nach Hause und dachten sich, Alter, wo ist mein scheiß Müll? Wer hat mein scheiß Müll abgeholt? Und dann sind diese Menschen durch Google, durch Anfragen, durch Zeitungsartikel, dass sie nachgefragt haben, weil die wussten natürlich, die Müllkrise ist noch am Start, ja, haben sie diesen Mike gefunden, haben die Kontakt zu ihm aufgenommen, und haben ihn gefragt, hey, warum nimmst du meinen Müll mit? Wie kann ich dir etwas dienen? Wie kann ich dir etwas mitgeben? Und der Mike hat gesagt, hey, pass auf. Oder wie, die wollten den bezahlen dafür, dass der den Müll abgeholt hat. Und er hat gesagt, nein, brauchst du mir nicht geben. Aber in Zukunft, wenn du mal eine Immobilie verkaufen möchtest oder jemanden kennst, der seine Immobilie verkaufen möchte, denk an mich, ich bin Makler. Und die funny story und die Pointe, auf die ich hinaus möchte, ist, er hatte vorher immer so ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Und in den nächsten 24 Monaten nach dieser Aktion hat er sein Business auf über 1,2 Millionen Dollar Umsatz hochskaliert. Und das ist etwas, was mich damals voll inspiriert hat. Also Tony hat es natürlich noch viel, viel emotionaler umschmückt und hat da eine Stunde drüber gesprochen, über diese Geschichte. Aber ich habe es natürlich jetzt mal auf den Punkt gebracht, weil die mich damals extrem inspiriert hat. Und es muss gar nicht eure eigene Geschichte sein. Ja? Und das ist Punkt Nummer 1. Fangt an, Menschen Mehrwert zu geben an Punkten, auch ohne was zurückzuerwarten. Und es gibt genauso die anderen Stories, wo auch nicht direkt immer das alles aufgeht. Ja? Wie viele Menschen in meiner Struktur habe ich alles ermöglicht und ich denke gerade an eine Situation und ich habe da, das ist 3-4 Jahre her, da hatte ich ein Team in Kaiserslautern. Lasst mich mal wissen, wer kommt denn aus der Nähe von Kaiserslautern? Vielleicht kennt er den Dude noch, ja. Und zwar war da ein Team, was relativ klein war, das waren 50 Teampartner und der Top-Leader hat sich bei mir immer ausgeheult. Und das war rückblickend auch für mich etwas, woran ich gewachsen bin. Wenn Menschen sich nur beschweren, dann hör auf, ihnen zuzuhören. Dann hör auf, alles für sie lösen zu wollen. Weil dann wollen diese Menschen keine Lösung, dann wollen sie Probleme. Und ja, diese inspirierende Story habe ich natürlich auf jeden übertragen. Und er hatte so einen roten Brief damals nach Hause bekommen. Das werde ich nicht vergessen, weil das hat mir die Energie aus den Socken gezogen. Weil rote Briefe kommen nach den gelben. Das heißt quasi, wenn du so einen roten Brief bekommst, das ist kurz vor Haftbefehl. Und es waren damals, und damit meine ich nicht den Sänger, und es waren damals 400 Euro. Und ich habe ihm diese Rechnung bezahlt. Und er war so, oh krass, du hilfst mir voll. Und eine Woche später
kam Hashtag andere Firma, ja, hat ihm Deal angeboten und er hat mir das Messer in den Rücken gerammt, hat in die Teamgruppen ein Video reingeschickt, was ich doch für ein blödes Arschloch bin. Ja, und nur negativ über mich gesprochen. Und das gehört genauso dazu, das will ich auch ansprechen. Es wird für jeden von euch auch Rückschläge geben. Jeder von euch, der heute hier auf dem Call ist, über 800 Menschen hier, du wirst genauso Rückschläge haben. Und vielleicht kennst du dieses Reel auf TikTok oder auf Instagram, wo ein Milliardär gefragt wird, was er macht, wenn er 10 Millionen Euro verliert. Und er sagt, ich rauche eine nice Zigarre. Ja, du musst deine Erfolge genauso lieben lernen wie die Messerfolge. Also, Punkt Nummer 1 ist ganz, ganz wichtig, den ich euch mitgeben möchte. Value-Added Marketing. Der zweite Punkt, der darauf anschließt, ist verdienen. Wenn du das Wort dir mal vor Augen hältst, ja, schau mal, was steckt denn da drin? Das Wort dienen. Und das verstehen viele nicht. Auch mir, Thilo hat es eben geil gesagt, ich nehme mich selber mit rein. Ich bin damals gestartet und ich dachte, boah, ich will Kohle machen. Ja? Damals kein Geld gehabt. Das Einzige, wonach du strebst, ist, ich will Kohle haben. Ohne zu verstehen, es kommt nur dann, wenn du anfängst, Mehrwert für andere zu kreieren. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich zum Beispiel auch sagen kann, es ist bei mir etwas, wo alles, auch heute, ich das nie vor Augen verliere, wo ich immer weiß, egal was ich haben möchte, muss ich erstmal anfangen, Menschen einen Mehrwert mitzukreieren. Ich habe es auch auf der Convention gesagt. Die Autovermietungsfirma, die wir jetzt mittlerweile auch, das ist auch ganz cool zu sagen, das klären wir gerade mit Christian ab, kann ich schon mal hier spoilern, ja, das wird zu Wanderlust dazukommen, dass wir eine Autovermietungsfirma für iGenius-Kunden mit spoilern können, ja, oder hier schon mal spoilern können, wo wir exklusive Prozente kriegen werden und iGenius-Kunden Luxusautos günstiger mieten können. Ja, aber diese Firma, um das überhaupt zu ermöglichen und das überhaupt auf die Beine stellen zu können, da habe ich damals ein Auto gemietet und habe mich so schlecht gefühlt, weil ich so viele Kilometer darauf gefahren habe. Ja? Und er hat gesagt, ach, fahr so viel drauf, wie du willst. Sag das niemals dem Networker. Ich habe in 2 Monaten auf einem N4 Competition 10.000 Kilometer gefahren. Und ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich habe auf die Karre neue Reifen draufgezogen nach der Miete. Und er kam mir gar nicht drauf klar. Ja? Jetzt sind ein paar Vorfälle gewesen. Tino, Felix und Miguel wissen Bescheid. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Struggle gewesen. Ende vom Lied ist, iGenius, oder ich sag schon iGenius, aber wir sind 100% Anteilhaber an dieser Firma, ja, die gehört uns und das ist halt was Cooles, was dadurch nur entstanden ist, durch das Vertrauen, was gekommen ist, weil ich eine Sache im Leben verstanden habe. Verdienen kommt von dienen. Nicht immer nur auf dich schauen, sondern auch mal wirklich anzufangen, wie kann ich anderen Menschen einen Mehrwert mitgeben, die dir auch an Situationen helfen. Okay, pass auf, letzter Punkt, bevor ich an unseren One and Only Tino Taupe abgeben möchte, und zwar ist das was ich dir als Tipp mitgebe, von Menschen, die sich vergleichen, ja? Wer hat sich schon mal verglichen? Wer hat sich mal unwohl gefühlt und hat irgendwie gesagt, bei uns geht es ja immer darum, ja, ich bin so und so schnell erfolgreich gewesen und der hat den Rang schneller erreicht und jetzt bin ich nicht glücklich, weil und mir fehlt das im Leben und ich nehme mich selber halt auch wieder mit rein. Weißt du aber, woher das kommt? Und das möchte ich dir als ganz wichtigen Ratschlag mit am Ende mitgeben. Dieses Unvollkommene, was wir Menschen immer glauben zu sein, ja, was komplett die größte Lüge ist, die ich dir als letzten und dritten Punkt mitgeben möchte, das lernst du dein Leben lang. Durch diese ganze Werbung, weiß ich nicht, ich sehe hier ganz viele Frauen, ja, Wella, ja, die dir irgendwie erzählen, nur mit unserem Lockenstab hast du schöne Haare. Ja, das ist mir jetzt gerade nur als ein Beispiel eingefallen, aber es gibt es auch mit hunderten anderen Dingen. Ja, Menschen, die im Marketing sind, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein, wenn du ihr Produkt nicht hast. Und das macht wieder iGenius aus, weil wir das nicht tun müssen. Wir zeigen Menschen einfach nur einen Mehrwert auf. Wir zeigen Menschen etwas, hey, pass auf, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir können gemeinsam erfolgreich werden. Aber am Ende, und das ist der dritte, letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, musst du erstmal verstehen, um Menschen helfen zu können, musst du in dir erstmal angekommen sein. Musst du erstmal verstehen, dass du gut genug bist, wie du bist. Und das ist immer mein Lieblingsthema, über das ich rede, weil wir Menschen glauben immer, wenn wir Crown sind, wenn wir den und den Rang erreicht haben, dass wir dann glücklich sind. Nein, du bist jetzt schon an dem Punkt, wo du vielleicht gerade ganz neu gestartet bist, bist du jetzt schon erfolgreich. Da bist du jetzt schon derjenige, der mal Crown geht. Ich bin ein Anfänger, der vor 6 Jahren mal begonnen hat und niemals aufgehört hat. Und das ist der letzte wichtige Punkt, den ich dir mitgebe, die Selbstliebe. Und ich wollte eigentlich noch ein Q&A machen, vielleicht kann das Felix noch machen, aber mein Time is over, ich will es nicht zu sehr stretchen. Und ich möchte mit einer Sache abschließen, weil es ist immer so viel Energie und es ist immer so viel Motivation. Von jedem Sprecher nimmst du was mit, der eine inspiriert dich mehr, der andere weniger, der eine hat dann spricht dich mehr an, der andere weniger. Und es ist am Ende aber eine entscheidende Frage und die möchte ich an jeden richten. Wer von euch wird gemeinsam mit uns, mit iGenius 2023, diese Industrie übernehmen und vor allem einfach mal wirklich alles zerstören, was da draußen am Start ist?
Ja, und das ist eine geile Energie. Ich glaube, damit haben wir die Bühne gegeben. Aber ich gebe nochmal erstmal ab. Ja, vielen Dank an dich nochmal, Gianluca, fürs Organisieren. Ich bin mega dankbar, hier mit euch allen am Start zu sein. Über 800 Menschen. Lasst uns diese Industrie verändern. Lasst sie uns durchziehen. Setz dir jeden Tag für dich persönlich, auch ohne so einen Zoom-Call wie hier, einfach das persönliche Ziel, 1% besser zu werden. In dem Sinne, Gianluca, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns an der Spitze, Leute, oder auf jeden Fall auf der nächsten Convention. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Yes, 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 much, much love. Bye, danke dir, Bro. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ja, einfach nur pure, pure, pure gute Energy. Das ist wirklich crazy. Ja, das ist wirklich crazy, was diese Person einfach an Energy rausgibt, einfach an positiver Energie. Er hat jetzt kurz gesagt, Tino, deswegen war ich mir nicht genau sicher, ob ich die nächste Person edifyen soll. Deswegen, Tino, falls du das machen möchtest, gerne einfach in Sturm. Ansonsten, ich will nur eine Sache kurz sagen, das wollte ich schon immer mal auf so einem Call erwähnen. Der nächste Speaker, und das sage ich mit meinem vollen Stolz oder mit vollem Mut, der nächste Speaker schaut aus wie Bradley Cooper aus Hangover. Und das ist meine Meinung. Er schaut aus wie Bradley Cooper aus Hangover. Ich wollte das schon immer mal sagen. Er redet von einer Person, ja, der direkt auf mich zukam, auf der Convention, gesagt hat, ey, wie geht's dir? Ich weiß, ihr seid ja gelauncht und bist du gut angekommen? Geht's dir gut? Kann ich dir irgendwo beihelfen? Einfach nur pure, positive Energie mir mitgegeben hat. Ein Lächeln hat, was weiß ich, mehr glänzt als sonst was anderes. Das ist wirklich heftig. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich so gute Vibes verspürt. Ja, der wirklich nie kein anderer Leuten das Network Marketing, diese Vision von Network Marketing wirklich ans Herz mitgeben kann. Ja, ich weiß noch ganz genau, wo er damals einen Call geschmissen hat, vor ein paar Monaten, über das Thema Network Marketing. Dadurch habe ich dann am nächsten Tag 10, 20 neue Networker im Team gehabt. Danke dir, Bro, dafür vom Herzen. Er ist wirklich eine Person, der ich sehr dankbar bin für den Value, die sie uns auf täglicher Basis gibt. Deswegen, du kannst dich gerne in Sturm, Bro. Ich rede von keinem geringeren als Crown Leader Felix Alfen, Mr. BWL Alfen. Let's fucking go. Yes. Danke, Gianluca. Ich habe erst gedacht, der Call kann nicht mehr besser werden. Aber dann hast du gesagt, ich sehe aus wie Bradley Cooper. Und dann hast du natürlich nochmal draufgesetzt. Mein Strahlen ist noch besser geworden. Ich war mal so frei und habe deinen Namen dementsprechend angepasst. Ich hoffe, das ist okay. Ja, da bin ich ja froh. Ja, ich grüße euch auf jeden Fall hier aus New York City. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund hier, das neue World Trade Center und hinter mir das Memorial Building. Und ja, war so ein Dream von mir, immer an Weihnachten mal nach New York zu chatten, einfach mal kurz hier hinzufahren, ein paar coole Pics zu schießen, ein paar gute Hotdogs zu essen. Und ja, mit euch hier auf dem Call zu sein, ist für mich auch eine absolute Ehre. Und ich kann wirklich als erstes nur mal sagen, Chapeau. Was hier entstanden ist, ist einfach nur geisteskrank. Wenn ich die Speaker vorgehört habe, egal ob es Tino, Miguel oder Robin ist, ich könnte zu allem 100% zustimmen und ja, war richtig, richtig amused, habe so richtig die Vibes verspürt, habe gesagt, hey, genau das ist es, genau da sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich habe heute als Abschluss, und ich werde nicht zu viel Zeit nehmen, ja, weil es wird immer ja ein bisschen drüber gegangen und wir sind schon ein paar Minuten drüber, ich werde nicht zu viel Zeit nehmen, aber ich werde zwei Sachen mit euch durchgehen, was mir wirklich extrem wichtig ist. Das eine ist Thema Entscheidungen. Und das andere ist einfach, seine Vision zu beschützen und groß zu denken. Und ich weiß, viele hier sind ganz frisch dabei. Ja, wir haben 900 Teilnehmer in dem Call gehabt. Jetzt sind es ein paar weniger. Viele, viele Leute haben hier die erste Entscheidung getroffen. Ich sage immer, es gibt so verschiedene Entscheidungsebenen in diesem Business. Die erste Ebene ist, du entscheidest dich das erste Mal, hier ein Paket zu kaufen und mit dabei zu sein. Du gehst einfach rein, du sagst, ich mache das, springst rein. Der ein oder andere wird von seinem Sponsor ein bisschen überredet, so ein bisschen über die Reling geschubst und startet, ja, das ist so die erste Entscheidung. Aber was wirklich, und das ist entscheidend, Leute, viel wichtiger ist, ist deine erste so intrinsische Entscheidung. Und mein Mentor hat mir eine Sache beigebracht, die ich immer wieder in meinem Kopf durchspiele. Und zwar hat er gesagt, Entscheidung kommt von dem Wort scheiden. Es kommt von dem Wort scheiden, weil man sich von Dingen scheiden muss. Weil der Preis für dein neues Leben ist dein altes Leben, wie wir immer so schön hier sagen. Und genau so ist es. Wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt im Network Marketing oder egal in welchem Business, müsst ihr einfach eine extreme Entscheidung treffen und müsst euch von gewissen Dingen scheiden. Ihr könnt nur dann wirklich den maximalen Erfolg im Business haben, wenn ihr euch von Dingen scheidet. Was meine ich mit scheiden? Man muss sich auch wirklich, und das muss man sich leider bewusst sein, von Menschen trennen, die einen im Business nicht voranbringen, die einen auch vielleicht nicht wirklich die positiven Vibes geben im Leben, um voranzukommen. Man muss sich von schlechten Gewohnheiten trennen. Man muss einige Dinge aus seinem Leben radikal entfernen und einfach diese erste wirkliche Entscheidung treffen, selber im Business erfolgreich zu werden. Weil das erste Mal
wenn du hier startest und ein Paket kaufst, hat die Entscheidung oft mit der Person zu tun, die dich closed. Aber diese zweite Entscheidung, wirklich erfolgreich zu werden und dich dann von Dingen zu scheiden, das heißt von negativen Menschen, von Menschen, die dich aufhalten, von den ganzen Bad Vibes, ja, und immer, und aus der Matrix zu entfliehen, würde Andrew Tate sagen, um aus der Matrix zu entfliehen, musst du als erstes mal die Entscheidung treffen, die Matrix zu verlassen. Und ich kenne so viele Menschen, Leute im Network Marketing, die haben wirklich Drive, die wollen das schaffen, die sind motiviert, ja, die wollen all out gehen, aber die haben nicht die Entscheidung getroffen, die Matrix zu verlassen. Sie haben gedacht, okay, vielleicht kann ich so beides machen, vielleicht kann ich so immer noch der People-Pleaser sein, im alten System bleiben, aber gleichzeitig so einen Fuß ins Neue setzen. Ja, sorry, no good news for you. Du musst wirklich eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung heißt die Scheidung von deinem alten Leben. Nochmal, der Preis für dein neues Leben ist dein altes Leben. Und diese Entscheidung, Leute, wird euch nicht abgenommen. Nicht von eurer Upline, nicht von den Leadern, nicht von den Crowns, Presidentials, Diamonds, whatever. Die Entscheidung musst du selber treffen. Du musst sagen, hey, ich opfere mein altes Leben für mein neues Leben und ich treffe wirklich eine Entscheidung. Ich scheide mich von den Dingen, die auf dem Weg zum Erfolg mir immer im Weg gestanden sind, sei es Menschen, sei es Gewohnheiten oder ähnliche Dinge. Und nur dann kannst du aus der Matrix, ja, und dann kannst du auch das Leben, was du immer haben wolltest, zu 100% bekommen und leben. Aber dafür musst du eine klare Entscheidung treffen. Und Punkt Nummer 2, wie es dir einfach fällt, immer an deiner Entscheidung festzuhalten, werde ich eine kleine Story erzählen. Ihr wisst ja, Tino und meine Wenigkeit sind somit die ältesten Accounts in dem Laden. Ja, ich glaube, es gibt, wir müssten mal nachschauen, Christian mal fragen, was es so noch an aktiven Accounts gibt. Aber soweit ich weiß, gibt es nur eine Person, die einen älteren Account hat. Ja, das ist Anthony Napolitano. Dann so kommen unsere Account und Kane Harriots Account. Ich glaube, es sind so die ältesten Accounts in der Company. Und ich weiß noch genau, als wir entschieden haben, das war am 1.2. war das Launchdatum, am 1.2.2017 haben wir uns für die heutige Firma iGenius entschieden und eingetragen, haben unsere Accounts gemacht. Und Leute, das ist halt fast 6 Jahre her. Das ist einfach nur crazy, ja, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich weiß noch, wie wir auf dem Call waren mit den damaligen CEOs und Tino und ich danach so überlegt haben, so, ja, also irgendwie, wenn nur 10% davon wahr ist, dann bauen wir die größte Community auf, die es jemals gegeben hat, ja. Und mit der Vision sind wir da reingestartet. Ich weiß noch genau, wie gesagt, 1.2.2017. Und wisst ihr, was die nächsten 2 Jahre mal passiert ist? Erstmal ganz, ganz wenig. Wir haben erstmal die Foundation gelegt, ganz langsam Leader aufgebaut, oft 50%, 60%, 70% unseres Teams verloren. Wegen Probleme mit Compliance, wegen Probleme mit den Produkten. Aber ich kann euch eine Sache sagen, diese Vision, die wir im ersten Call mit den CEOs geformt haben, haben wir nie losgelassen. Und wenn du heute in diesem Call bist und einfach ein besseres Leben haben möchtest und endlich ein großes Team haben willst und endlich die Welt bereisen willst, an Weihnachten mal nach New York chatten willst, so viel Geld ausgeben willst, wie du immer möchtest oder whatever, was auch immer dein Traum ist, dann sage ich, das ist immer so wie eine kleine Flamme. Eine kleine Flamme, eine Vision beginnt wie so eine kleine Feuerzeugflamme. Und am Anfang, da stürmt's. Leute versuchen, auf dein Feuer draufzuspucken. Leute versuchen, auf dich draufzutreten. Leute versuchen, dir dein Brot vom Teller zu nehmen. Leute versuchen, dir alles wegzunehmen, was du aufbaust und noch mehr. Und du musst diese kleine Flamme mit deinen Händen beschützen. Du musst die so zumachen mit deinen Händen, damit diese Flamme nicht ausgeht. Weil am Anfang ist die Flamme klein. Das ist deine Vision. Und erst wenn du viele Menschen involvierst, wenn du ein großes Team aufbaust, dann wird diese Flamme immer größer. Und irgendwann ist diese Flamme so groß, dann ist es ein Feuer. Und irgendwann ist es nicht mehr ein Feuer, sondern ist eine Explosion. So wie wir in Köln bei unserem Event gesehen haben, da war das keine kleine Flamme mehr, da war das eine Explosion, da war das ein Riesenfeuer, was nicht mal durch Wasser auszulöschen ist. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Wenn ein Feuer richtig groß ist, extrem stark ist und du machst Wasser drauf, wisst ihr, was dann passiert? Dann brennt es noch stärker. Deswegen kann man ganz große Feuer oder Explosionen nicht löschen, weil wenn ein Feuer, eine Flamme richtig heiß ist und du machst Wasser drauf, dann brennt sie sogar noch mehr, dann geht sie sogar noch mehr ab. Und das ist, was mittlerweile passiert, Leute. Wenn uns Leute haten, wenn Leute auf uns drauf treten wollen, wenn Leute uns irgendwelche Kunden oder Partner wegnehmen wollen, wenn Leute uns schaden wollen, dann brennen wir noch größer, dann wird es noch besser, dann geht es noch mehr ab. Aber ich kann noch eine Sache dazu sagen, und das ist wirklich wichtig, wenn ich von Vision spreche, das war nicht immer so, Leute. Und bei jedem von euch, der sein Business startet, wird er am Anfang dieselben Struggles durchgehen, die jeder hier durchgegangen ist und die auch Tino und ich zum Beispiel durchgegangen sind, damit diese Company überhaupt heute noch Bestand hat. Und jeder von euch wird durch diese Phasen durchgehen müssen. Und wenn ihr in dieser Phase seid, dann müsst ihr diese kleine Flamme, dieses Feuer, eure Vision, müsst ihr beschützen und euch von nichts und niemandem euer Großdenken ausreden lassen. Das heißt, und das ist wirklich wichtig, Leute, wirklich, 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 wirklich wichtig, wenn du einen Traum hast
Und wenn du groß denkst und wenn du denkst, du kannst es schaffen, lass es dir von nichts und niemanden ausreden. Lass es dir von nichts und niemanden wegnehmen. Lass dieses Feuer von nichts und niemanden ausblasen oder drauftreten oder whatever. Von nichts und niemanden. Und wenn ich sage von nichts und niemanden, Leute, dann meine ich alle Menschen, außer du selber. Weil am Anfang geht es nur um dich und dass du es durchziehst. Das wird andere Menschen inspirieren, das wird andere Menschen mitnehmen und dann kommt das Kollektiv. Aber Menschen werden versuchen, dir deinen Traum wegzunehmen, ihn auszulöschen. Die werden versuchen, dich klein zu machen und klein zu halten. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du aus der Matrix ausbrechen willst, dann hast du diese Entscheidung getroffen. Dann gilt es eine Sache, beschütz dieses Großdenken. Und das ist was, wo ich sage, Network Marketing ist das geilste, absolut das geilste Geschäft der Welt, weil du um ein Umfeld herum aufbaust, wo alle Menschen groß denken, wo alle Menschen große Ziele haben, wo alle Menschen große Träume haben, wo alle Menschen frei sein wollen. Ich kenne keine andere Community auf dieser Welt, die so geil einfach im Großdenken ist und die diese Freiheit so liebt wie wir. Und deswegen bin ich so stolz auf uns alle, auf das gesamte Team hier bei iGenius, egal welches Movement und auch auf die Industrie und was wir hier für einen Unterschied machen. Leute, wir werden gesehen. Wir sind Inspirationen für ganze Firmen. Wir sind Inspirationen für ganze Teams. Wir sind Inspiration für die ganze Industrie mittlerweile. Die Leute schauen auf euch. Die Leute schauen auf uns, Leute. Und das ist was, wo man sau stolz und sau dankbar für sein kann, weil wir sind mittlerweile ein Exempel des Großdenkens. Die Leute nehmen uns als Beispiel und kopieren uns. Und ich weiß ganz genau, wie es am Anfang war, 2017. Erst lachen sie über dich, dann 2018, 2019, da wurden wir bekämpft, dann bekämpfen sie dich. Und am Ende gewinnst du. Und Leute, wisst ihr was? Ihr habt alle vollkommen recht, wir fangen gerade erst an. Aber wir fangen an, in die Phase zu kommen, wie zu 100% gewinnen. Und wo iGenius the crown ist und wo iGenius so groß wird, dass Leute einfach nur sagen, what the fuck, ich schäme mich dafür, dass ich jemals da drauf gespuckt habe. Ich schäme mich dafür, dass ich jemals die Flamme ausblasen wollte. Ich schäme mich dafür, dass ich jemals auf diese Person draufdrehen wollte. Ich schäme mich dafür, ein schlechtes Wort über irgendjemanden in dieser Company verloren zu haben. Ich bin so peinlich, weil das Ding Billion-Dollar-Brand in der Network-Marketing-Industry, Leute. Und deswegen so blessed, so thankful. Nochmal hier von mir Grüße aus New York City. Ich gebe zurück an den Young Hustler Gianluca. Geiler Call, geil zusammengebracht hier. Mega geile Stimmung. Und ich sage euch eine Sache. Watch the show. Watch the show. Das wird einfach nur Geistesgang. 2023 werden wir mal der kompletten Industrie zeigen, ja, wer hier das ganze Ding redefined hat, wer das Ding hier komplett aufbaut. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der mit dabei ist. Triff endlich eine Entscheidung aus der Matrix raus, Leute. Entscheidung, scheide dich. Dann kannst du nicht aufgehalten werden. Mach's gut, Leute. Tschüss. Yes, 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 yes. Was für ein heftiger Part, Alter. Ich bin so hyped gerade, ich bin so pumped. Ich habe auf jeden Fall Bock, die nächsten Ranks zu hitten. Ist crazy. Aber Guys, ganz, ganz wichtig, der Call ist jetzt beendet. Aber eine Sache möchte ich euch allen einfach nur mitgeben. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer eins, ja, das, was du heute gelernt hast, setzt im Endeffekt um. Nummer zwei, was der größten Teil meistens machen wird, du setzt es nicht um. Ja, da rein, daraus. Das heißt, was ich dir einfach mitgeben kann von meiner Seite aus ist, hab den Respekt gegenüber dir selber, hab die Disziplin, hustle jetzt und lass uns schauen, wie Tino immer so schön sagt, lass uns schauen, dass iGenius die erste Billion-Dollar-Company wird als Team, als Organisation, als gemeinsame Company, denn am Ende des Tages ist iGenius always the crown. Ansonsten, ich würde mich auch rausschalten, es war ein geiler Call, habe mich wirklich sehr stark gefreut, lasst uns alle in die Umsetzung gehen, let's go, peace out. Verlier mich selbst, hier gleich auf so wie Genie aus London Filter. Nachts um 12 und die Barbie im Bikini will nur mein Geld. Doch mir gefällt vor allem lila Lamborghini, der Himmel halt befällt. Allein im Hotel trinkt die letzten Drinks der Minibar. Stickung auf dem Perserteppich, sie ist für die Kraft. 666 Sender auf dem Receiver. Der Teufel spielt wieder, der Teufel spielt wieder. Oh Lucifer, ich bin heute Nacht ein Zeuge, plötzlich ruft sie an. Ich weiß, was das bedeutet, eigentlich ist nicht Julia und ich nicht.
Ich hoffe, hinten so viel Leichen sage. Darum ein Hoch auf mich. Schau mich an.